Eine sagenhafte Begegnung endet für eine Paketbotin in Köln-Pfingst mit einem Platten. Stefan Sindera und Jonas Schmidt sind zur Stelle. Also sie sind auf dieser Straße gefahren und dann war da jemand? Ist jemand vor das Auto gesprungen. Und was hat er dann gemacht? Ist einfach weitergelaufen. Ich habe erst gedacht, das war ein spielendes Kind. Da habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr weiterfahren kann, weil der Reifen platt ist. Und dann hatten Sie einen Platten? Richtig, so ist es. Und ich habe eigentlich auch gar keine Zeit. Ich muss nämlich jetzt hier noch Pakete ausfahren. So sieht's aus. Aber dass derjenige, der da bei Ihnen vor das Fahrzeug gerannt ist, irgendwas damit zu tun hat, das schließen Sie aus, oder was? Naja, da das ein Robin Hood-Kostüm war und das jetzt ein Pfeil, würde ich vielleicht sagen, ist da doch was. Das konnten Sie erkennen, ja? Die Frage ist ja, wer geschossen hat. Wenn er vors Auto gelaufen ist, ne, dann wollte er sie ablenken, dann kam erst der Schuss. Der kam dann erst oder war der vorher schon? Ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich beschossen wurde. Meint Sie, das hat jemand absichtlich auf mich abgesehen, oder? Ja, zumindest dieser Schuss auf den Reifen. Ne, da sind wir schon mal im gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Und ich weiß nicht, ob das Bruder Tuck oder einer seiner Gefährten war von Robin Hood. Die Frage ist nur, warum tut so was jemand? Also entweder ist es ein dummer Jungenstreich oder jemand macht das ganz gezielt. Und die Frage ist halt auch, wo ist er denn hingerannt danach? Ich habe das ehrlich gesagt überhaupt nicht mitbekommen. Ich war so abgelenkt davon, an die Seite zu fahren und habe dann gesehen, dass ein Platten war. Das war ein ganz kurzer Augenblick, habe ich den gesehen. Wie gesagt, im ersten Moment dachte ich, es wäre ein Kind, weil es war auf jeden Fall eine Verkleidung. Ja. Sie sind Zustellerin, ja? Richtig, so ist es. Okay, und das irgendwas in der letzten Zeit schon mal Probleme gehabt mit irgendjemandem, mit einem Kunden nicht. Oder sowas? Nein. Dass sie irgendwie ein Paket falsch geliefert haben oder kaputt geliefert nein. haben? Nein. Weil das hört man ja schon mal, ne? Ja. Haben Sie vorhin eine Dashcam drin? Ich hab eine drin, ja. Weil dann sparen wir uns natürlich viel Kram, wenn wir da irgendein Videomaterial haben. Wenn die aufgezeichnet hat, das wäre natürlich super, ne? Ich guck mal nach. Dass Sie das natürlich so schnell gesehen haben, auch mit diesem Kostüm, aber das ist tatsächlich ein Kostüm, ne? Lassen Sie mich noch mal gucken. Hast du das auch gesehen? Hier. Stopp. Hier. Siehst du es ganz genau, ne? Es kann natürlich auch sein, dass derjenige, der sie da beschossen hat, eventuell auch auf die Pakete irgendwas abgesehen hat. Sind die Pakete, die sie noch drin in dem Wagen haben, sind die denn jetzt alle vollzählig? Haben Sie mal geguckt im Eifer des Gefechts? Ich habe aufgemacht natürlich, um den Ersatzreifen zu holen. Ja. Ich muss mal kurz meine Packliste holen. Einen Augenblick. Weil das passiert nämlich schon mal, ne? dass da, ich sag mal, so ein Überfall auf so einen Paketzusteller passiert. Also das haben wir schon öfter mal gehabt. Ich komme zu spät und habe noch ein Paket verloren, ja, jetzt machen Sie erstmal keine Gedanken. Klar ist das für Sie natürlich jetzt doof, dass Sie da so ein bisschen unter Zeitdruck stehen. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal nebensächlich. Sie kriegen von uns einen Entschuldigungsschreiben. Nebensächlich. Das ist meinem Chef völlig egal, ob das was mit der Polizei zu tun hat. Der hat da überhaupt kein Verständnis. Pass auf, der kann sich persönlich an mich wenden, ja? Ich heiße Sindera, Sie kriegen nachher noch meine Visitenkarte. Okay. Der soll mich anrufen, wenn es zu spät ist. Tatsächlich ist es so, es fehlt eins. Von der Gaming-Grube für den Mike Keller. Ostheimer Straße 37. Wir sind doch hier. Das ist gerade die Straße vor. Ist da runter. Das weiße Haus davor. Also jetzt nochmal, das Paket fehlt auf jeden Fall. Haben Sie das da abgehakt oder was? Also, das fehlt. Das lag auch ganz vorne drin, weil ich das als nächstes ausliefern. Das heißt, die zwei Haken, die Sie jetzt da haben, die haben Sie beliefert? Die habe ich schon ausgeliefert. So, okay, gut. Die haben Sie ausgeliefert und von dem, wie heißt der? Mike Keller. Mike Keller, da fehlt das Paket. Richtig. Es ist tatsächlich so, dass generell oft Paketzusteller Opfer eines Raubüberfalls werden. Also da wird dann tatsächlich auch so gehandelt, dass extra wertvolle Pakete geklaut werden, um dann so in den Besitz zu gelangen. Also wie gesagt, keine Seltenheit. Ich habe in dem vorliegenden Fall auch öfter nachgefragt, ob sie irgendwie Feinde hatte oder in der Vergangenheit schon irgendwelche Diskrepanzen mit irgendwelchen Kunden hatte. Das hatte sie verneint, aber dran gedacht habe ich tatsächlich. Was meintest du gerade mit dem Paketzusteller? Ja, da müssen wir hier mal nachfragen jetzt. Vielleicht kann der Herr... Geh vor. Ich lass dir den Vortritt. Alter, vor Schönheit, oder was? Licht ist schon mal an, sehe ich von hier. Das ist schon mal gut. Meinst du, weil Paketzusteller öfter überfallen werden? Genau. Okay. Schönen guten Tag, sind Sie der Herr Keller? Ja. Oh, habe ich Sie gerade bei irgendwas gestört? Ich komme von der Nachtschicht, alles gut. Ach so, okay. Ist auch eigentlich gar nichts Schlimmes, aber hier vorne hat sich gerade ein kleines Schadensereignis ereignet. Und eine Paketzustellerin ist da leider Opfer eines, Überfalls geworden, weil da fehlt ein Paket. Und das Paket war ausgerechnet an Sie gerichtet. An mich? Was soll denn da drin gewesen sein? Von Absender ist Gaming Grube.
Das ist jetzt eigentlich unser einziger Anhaltspunkt. Und weil sie hier nur ein paar Häuser weiter sind. Ich kenne die Jungs, ja, die haben da einen Laden, aber die machen Konsolen und Spiele und so ein Kram. Aber Herr Keller, das hat mit mir nichts zu tun. Dürfen wir mal reinkommen? Vielleicht ist es für uns auch ein bisschen unangenehm, wenn wir hier so mitten im Flur stehen. Kommen Sie rein, holen Sie einen Kaffee, ich brauche einen Kaffee. Nee, danke. Der Mann versichert, dass er mit Videospielen nichts am Hut hat. Folglich muss jemand aus seinem Umfeld hinter der Bestellung und dem Diebstahl stecken. Ich höre gerade die Musik hier. Sie sind nicht alleine, haben Sie gesagt. Nee, mein Sohn ist unten, der probt mit seiner Freundin, machen so ein bisschen Musik. Dass der eventuell irgendetwas bestellt hat, können Sie sich das vorstellen oder ist das eher ausgeschlossen? Mein Sohn ist ein ganz sanfter, der ist beim Waisenhaus, macht da ein Praktikum, macht ein bisschen Musik, ist ehrenamtlich tätig. Okay. Der hat weder Zeit noch hat er jemals irgendwas gezockt. Wenn der die Paketbotin zufällig auf der Straße sieht und er sieht den geöffneten, die geöffnete Türen, dann geht er nicht einfach vorbei und sagt, ach guck mal, da ist ja mein Paket, das nehme ich mal einfach mit. Nein. Das denke ich nicht. Können wir ihn mal selbst fragen vielleicht? Hätten Sie da was gegen? Nee, vielleicht warum? Zeigen Sie uns mal den Weg, weil wir kennen uns ja nicht aus. Gehen wir runter. Im Keller befindet sich der Proberaum des 17-jährigen Sohnes und dessen Freunde. Wir hätten ein paar Fragen an Sie. Ich glaube, da ist es eine gute Zeit jetzt oder ein guter Zeitpunkt, wo der Kollege mal mit Ihnen redet. Ja, pass mal auf. Hier ist ein Paket oder hier sollte ein Paket hergeliefert werden von der Gaming-Grube. Haben Sie da vielleicht was bestellt? Weil Ihr Vater sagt, der hat da nichts bestellt. Dieses Paket wurde nämlich gerade von einer sehr aufgeregten Dame aus einem Transporter entwendet. Nee, da weiß ich nichts von. Haben Sie irgendwas gesehen? Wie lange sind Sie schon hier? Auch den ganzen Tag. Stefan Sindera misstraut den Jugendlichen und entdeckt etwas, das der Tatwaffe verdächtig ähnelt. Wer spielt hier den Robin Hood? Haben Sie heute Morgen mein Deo benutzt? Bitte? Was haben die denn da? Weil ich habe hier ein Robin Hood-Kostüm und der bestiehlt ja andere und verteilt es unter den Armen. So. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Was ist das? Das ist genau die Art von Pfeil, von der ich gerade geredet habe, ne? Mit der Schuss nämlich abgegeben wurde. Junge. Und hier haben wir auch diese Fuchsmaske. So, also das freut mich, dass wir diesen Fall so schnell aufklären konnten. Die Frage ist nur, wer war's? Und die Frage ist auch, wo ist das Paket? Ich meine, wir haben Sie jetzt hier konfrontiert mit den ganzen Angelegenheiten. Pfeil, Bogen, Kostüm, also das sind ein paar Zufälle zu viel, ne? Deswegen sollten Sie vielleicht mal rausrücken mit Ihrem Paket. Also jetzt Simon, auch. Nur mal fürs Verständnis. Sie geklaut haben wahrscheinlich. Du verkleidest dich mit deiner Freundin, schießt die Reifen von dem Transporterblatt und klaut dann irgendwelche Pakete, die du auf meinen Namen bestellt hast, oder was? Wer bist du denn jetzt mittlerweile? Robin Hood, der geistig zurückgebliebene Rächer der Bekloppten, oder was ist los mit dir? Nein. Ja, ich war der Robin Hood. Ich bin das gewesen. Würden Sie mal das ist mein Kostüm. Den Fall nehmen, bitte. Wo hast du den Scheiß her überhaupt? Was soll das? Ich wollte Robin Hood sein, oder wir. Wir machen ja zusammen das Praktikum im Waisenhaus. Und die Kinder, die haben es so schwer schon. Da wollten wir denen eine Freude machen und haben jetzt... Ja, Konsolen bestellt. Das müssen Sie uns noch mal ein bisschen genauer erklären. Ich meine, ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Das heißt also, Sie wollten im Grunde genommen den Kindern eine Freude bereiten. Natürlich. Ist das richtig? Ich wollte nie einen Schrecken einjagen der Frau oder sonst irgendwas. Nichts Böses. Dass das natürlich auf diese Art und Weise nicht so ganz korrekt ist, das muss Ihnen bewusst sein, ne? Ich meine, Sie sind jetzt auch kein, ich sag mal, Kind mehr. Wie alt sind Sie? 17. 17 Jahre alt. Ich meine, da kann man schon davon ausgehen, dass Sie jetzt auch ein bisschen mehr Verstand haben als ein 10-Jähriger, ne? Und dass man dann das nicht auf diese Art und Weise macht. Vor allem, weil ich Ihnen ja auch gesagt habe, dass die junge Dame da einen ganz schönen Schreck von gekriegt hat. Das will ich Ihnen jetzt mal so ein bisschen klarer machen, ne? Ja. Mensch, das tut mir ja auch leid. Im Grunde genommen wollten Sie, ich sag mal, nichts Böses, sondern nein, Sie wollten nein. den Kindern nur eine Freude bereiten. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Straftat, die da passiert ist. Ne? Das junge Paar bereut seine Tat zutiefst. Beide erhalten Anzeigen wegen Raub und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.